Canyoning als Sportart, extrem schön, aber ist es überhaupt in Deutschland möglich? In diesem Video beantworte ich gemeinsam mit Jörg diese Frage. Viel Spaß damit! Und damit, mit diesen Aufnahmen, darf ich dich ganz herzlich willkommen heißen und ich darf auch den Jörg herzlich willkommen heißen. Jörg, hi! Hi! Wir sind hier im Tessin, eine der schönsten Gegenden, und in den letzten Tagen waren wir hier sogar mit einer Fußballmannschaft, die du mit deinen verschiedenen Guides hier geleitet hast, in den Schluchten im Tessin unterwegs. Und ja, was haben wir gemacht? Wir haben Canyoning betrieben, eine Extremsportart, in der du Experte bist, muss man sagen, in der du auf jeden Fall ein Level hast, was viele Menschen noch nicht haben. Du hast mir gesagt, dass du über 10 Jahre Erfahrung in diesem Sport hast. Und deswegen stelle ich dir jetzt diese Frage, Jörg. Canyoning in Deutschland, ist das überhaupt erlaubt? Kommerziell ist Canyoning in Deutschland nicht erlaubt. Einfach aus dem Grund, weil die Ämter, Landratsämter, die Regierung vielleicht nicht die Lust haben oder auch einfach das Thema nicht in Angriff nehmen. Es gibt weltweit Ausbildungsstände. In Deutschland gibt es nur die Möglichkeit, in Anführungszeichen, dass Bergführer eine Zusatzqualifikation Canyoning machen. Und dadurch ist es in Deutschland eigentlich nicht erlaubt. Das ist sehr schade. Canyoning extrem spannend. Abseilen, Sprünge, dieses Bewegen in der Schlucht hat ja auch wirklich was von einem Abenteuer, was viele Menschen wahrscheinlich, vielleicht auch du noch nicht, erlebt hast. Aber die umgrenzenden Länder, und da sind wir ja wieder bei dem Fall Deutschland nah, kann man es erleben. Welche der Länder kommen dir denn da in den Sinn? Naja gut, großes Thema ist Canyoning in Österreich, wird auch sehr viel gemacht, gibt sehr, sehr viele Firmen. In der Schweiz ist es für mich das Beste, was es gibt weltweit. Spanien, Italien, Frankreich, das sind alles Länder, wo wir sehr viel unterwegs sind und super viel Canyoning machen können. Aber Jörg, mal anders gefragt, was benötigt es denn, dass Canyoning in Deutschland möglich wird, dass man es ausführen kann? Was denkst du, ist da nötig, damit vielleicht irgendwann dieser Sport auch in Deutschland richtig möglich ist? Ich sage jetzt mal, Canyoning ist grundsätzlich im Moment möglich in den Gebieten, wo es Berge gibt, das heißt im Randbereich von Deutschland, wir reden von Bayern. Ja. Dazu müssten sich die Ämter und die Politik vielleicht damit auseinandersetzen, was es für Ausbildungsstandards gibt weltweit, mhm, und vielleicht einen Ausbildungsstandard festlegen und dann, so wie das die anderen Länder als Beispiel auch machen, gewisse Schluchten freigeben für die kommerzielle Führung, okay, weil da zum Beispiel eine Schlucht geschiebeführend ist, mehrmals im Jahr ein Hochwasser durchgeht, wenig Natur drin ist, sondern einfach nur Felsen und Wasser, und wir damit Canyoning einfach nichts an der Natur kaputt machen, und dann wäre es definitiv möglich, einzelne Schluchten freizugeben für eine kommerzielle Canyoning-Tour. Bedeutet, wenn ich das richtig verstehe, es muss sich mehr mit dem Sport auseinandergesetzt werden, es muss mehr Ausbildung her, um diesen Sport überhaupt zu verstehen und überhaupt zu verstehen, was dieser Sport auch bei den Menschen auslösen kann, vielleicht auch einfach für positive Effekte, sodass es vielleicht zu einer Sportart wird, die in Deutschland anerkannt wird. Vielen Dank für das kleine Interview, für diese Frage. Damit ist die Frage, Canyoning in Deutschland möglich, Fragezeichen, für dich beantwortet. Ich freue mich, wenn dir das Video gefallen hat, und sag Servus, auch an dich, Jörg. Wir sehen uns in anderen Videos wieder, vielleicht auch hier aus dem Tessin. Und jetzt vielen Dank fürs Einschalten. Ciao. Ciao.